Die Muskeln werden natürlich angespannt, aber die Belastung reduziert. Die Werkself in der ersten Woche der Länderspielpause. Ja, viele sind ja bei Länderspielen unterwegs und wir haben eine kleine Gruppe. Von denen haben eigentlich alle jetzt die letzten Spiele oder viel Spiele gehabt oder im Dreitagesrhythmus gespielt. Deshalb fahren wir das Programm diese Woche ein bisschen runter. Der Trainingsplatz ist nun wieder für rund eine Woche etwas ausgedünnt. Die Nationalspieler auf Reisen, 9 Feldspieler, darunter der frisch gebackene Papa Mitchell Weiser, arbeiteten am Mittwoch auf dem Platz. Spielpraxis gab es aber auch in einem Fall. Anders bei Karim Bellarabi. Der hätte ein bisschen mehr machen müssen. Der war gestern Nachmittag noch mit der U19 zugange. Die haben 8 gegen 8 gespielt. Und da hat er zweimal 30 Minuten gespielt, hat er ordentlich gespielt. Und aber für die anderen gilt, ein bisschen runterzufahren, um Kraft zu tanken für die kommenden Wochen. Kraft sammeln im Moment auch die Rekonvaleszenten für den Ernstfall. Sowohl bei Julian Baumgartlinger. Ja, geplant ist nach Therapieplan, dass er nächste Woche ins Mannschaftstraining teilweise integriert wird. Und dann hoffen wir, dass wir nach dem Hannover-Spiel ihn vielleicht komplett ins Mannschaftstraining nehmen können. Als auch bei Panos Retsos gibt es weiter Fortschritte zu vermelden. Ja, er hat jetzt im Individualtraining mit dem Chica eigentlich schon fast alles gemacht, auch viele Sprints, Abbrechbewegungen. Und jetzt versuchen wir ihn Schritt für Schritt zu integrieren im Training. Der griechische Abwehrspieler war der Pechvogel der bisherigen Saison. Erst der Handbruch in der Vorbereitung und im Anschluss eine schwere Sehnenverletzung. Doch nun konnte er am Mittwoch den Aufwärmpart des Trainings und eine Passübung schon mal gemeinsam mit dem Team absolvieren. Ja, wir waren natürlich ständig im Austausch, auch in seiner Phase, wo er nur Reha machen konnte. Es war natürlich für ihn auch hart jetzt, nach der Geschichte in der Vorbereitung, da sich jetzt wieder ranzukämpfen. Aber er hat immer für mich einen motivierten Eindruck gemacht. Und ich bin froh, wenn er nächste Woche wieder dann komplett mitmachen kann. Auch Kai Havertz muss sich noch gedulden. Der neue Nationalspieler pausiert wegen einer Knieprellung, dürfte aber nächste Woche wieder eingreifen können. Ja, das Knie bzw. der Oberschenkel wird natürlich therapiert, um den Lymphabfluss zu ermöglichen. Da sind die Physios am Zugange und er wird diese Woche nicht auf dem Trainingsplatz stehen. Und nächste Woche schauen wir, dass man Schritt für Schritt ins Training wieder integrieren, sodass er zum Heimspiel wieder fit ist. Das Personal wird sich also in jeder Hinsicht bei der Werkself in der nahen Zukunft wieder vergrößern. Verändern wird sich naturgemäß auch die Trainingsgestaltung bis zum Heimspiel gegen Hannover. Ja, nächste Woche haben wir natürlich immer noch zum Beginn der Woche eine kleine Mannschaftsstärke. Dann werden wir versuchen aufzufüllen mit U19-Spielern, um auch Spielformen wieder zu machen. Und dann werden Tag für Tag dann die Nationalspiele zurückkommen. Und damit sind wir wieder bei den Muskeln der Bayer 04-Profis. Denen räumt das Trainerteam eine kurze Schonung ein, bevor sie schon sehr bald wieder Höchstleistungen abliefern müssen.